Herzlich willkommen im Digibet-Studio. Und heute ist Champions League-Tag und das heißt, heute ist eigentlich ein Schalker-Tag. Also wer Lust hat, der kann heute selbstverständlich Champions League tippen. Ich werde das auch tun, wie ihr seht. Und ich traue mich. Ich werde ein bisschen mit dem FC Schalke 04 heute spielen. Wollen wir mal schauen, wie schwer das ist. Also zwei Spiele haben wir ja. Real gegen Tottenham und Inter Mailand gegen Schalke. Und da würde ich sagen, dass Real Madrid natürlich gegen Tottenham gewinnt. Und Schalke holt immerhin irgendwie ein glückliches Unentschieden in Mailand. Das wäre mein Tipp für heute. So, da würde ich mein Geld verfünffachen. Es ist in der Tat nicht so ganz einfach, das richtig zu tippen mit Schalke, das ist klar. Ja, der Christian Sprenger hat das angekündigt, dass wir mit Inka Grings gesprochen haben. Und das haben wir gestern gemacht in aller Ruhe. Sie hat nämlich ein Buch vorgestellt, Tipps und Tricks für coole Mädchen. Und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Mädels zu Hause, die Fußball spielen wollen. Hört euch das Gespräch an. Es gibt auch ein paar Hinweise auf die bevorstehende Frauenweltmeisterschaft. Und am Wochenende gibt es ja auch Champions League Halbfinale bei den Frauen. Und da spielen die Duisburgerinnen gegen Potsdam. Darüber haben wir auch gesprochen. Also ein paar Minuten, ein paar nette Minuten mit Inka Grings und lustig wird es auch. Ich verspreche es. Inka Grings, die Fußballnationalspielerin, die erfolgreiche Torjägerin, hat heute ein hübsches kleines Buch vorgestellt. Welches nämlich? Fußballtricks und Tipps für coole Mädchen. Ist gar nicht so einfach, der Titel, finde ich. Also auf den ersten Blick habe ich gedacht, wir beide üben das noch, auf den ersten Blick habe ich gedacht, hey, ein hübscher kleiner Liebesroman. Aber um was geht es in dem Buch? Um Fußball natürlich. Und du verrätst wirklich für Jungs und Mädchen, auch für Jungs ist es geeignet, um das deutlich zu sagen, wie man ein richtig guter Fußballer wird oder eine Fußballerin. Lass uns mal ernsthaft zwei, drei Takte reden. Das Buch ist schön, ich habe es gesehen, ist wirklich schön. Am Wochenende gibt es das erste Halbfinale in der Champions League gegen Turbine Potsdam, wird auch live übertragen in der ARD. Ist das ein wirklich typisches 50-50-Spiel? In der WDR? Und ja, also es ist, wir kennen uns seit Jahren beide Mannschaften und von daher ist sicherlich auch ein bisschen tagesformabhängig. Also es wird definitiv spannend. Vorteil oder Nachteil, dass man zuerst zu Hause spielt? Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist ein Vorteil oder es kann nur ein Vorteil sein, weil du legst vor und von daher sind wir da guter Dinge, dass wir mit unserem ersten Heimspiel vielleicht schon mal eine gute Basis schaffen. Ich glaube, das hat sie sich jetzt ein bisschen schön geredet, aber das ist völlig in Ordnung so. Weltmeisterschaft steht auch dicht bevor. Wie geht es bei dir weiter dann nach den Champions League-Spielen? Wann ist das Finale bei der Champions League überhaupt? Das ist auch am 24. Mai, also noch ewig lange hin. Auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt am Samstag, am 9.4. das erste Heimspiel haben, wie du schon sagtest. Am 17.4. das Rückspiel in Potsdam, das wird live vom ZDF übertragen. Und am 18. werden wir dann direkt zur Nationalmannschaft stoßen. Und dann heißt es, ein sehr intensives Trainingslager zu absolvieren. Wo trefft ihr euch dann genau? Genau, wir haben ja verschiedene Standorte. Der erste Lehrgang findet in Köln statt. Und es sieht dann so aus, dass wir immer zwischen 5 bis 8 Tagen uns zusammentreffen, dort dann halt dementsprechend trainieren, dann 4 Tage frei bekommen und dann uns wieder treffen. Und die sind Bitburg, dann haben wir noch Länderspiele. Also es ist wirklich. Also Bitburg gönne ich euch von Herzen, um das deutlich zu sagen. Sehr schön da. Alle Welt erwartet den WM-Titel. Ist das ein Fluch, eine Belastung oder auch ein Stück Segen? Ich persönlich finde ein Stück Segen. Man hat sich diesen Druck erarbeitet. Wir sind amtierende Europa- und Weltmeister. Wir spielen im eigenen Land. Unsere Stadien werden definitiv ausverkauft sein. Ja, was will man mehr? Dass man da natürlich Druck hat, völlig normal. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir den positiv umsetzen und den Schwung mit ins Spiel nehmen. Das Eröffnungsspiel gegen Kanada, da gibt es dann Leute, die diskutieren nur über die Höhe des Ergebnisses. Wäre das vermessen? Ja, also man muss da schon wirklich auch mal den Respekt gegenüber den anderen Mannschaften zollen. Es ist eine Weltmeisterschaft. Wir haben 2010 bei den Herren gesehen, dass viele Mannschaften ausgeschieden sind, wo man von zukünftigen Weltmeistern sprach und umgekehrt genauso. Von daher kann auch bei uns alles passieren. Und das erste Spiel, wer selbst Fußball gespielt hat, weiß, es ist immer schwierig. Man ist sicherlich ein bisschen nervöser als sonst. Man muss wissen oder man weiß letztendlich nicht genau, wo man steht. Und von daher, ja,
halte ich da gar nichts von, sich nur über die Höhen zu unterhalten. Ich finde es respektlos. Welche vier Nationen erwartest du am Ende im Halbfinale? Ich denke, die üblichen Verdächtigen mit Brasilien, USA, Deutschland natürlich und eine aus dem asiatischen Bereich. Nordkorea vielleicht. Oder Japan. Wir werden das mit Interesse verfolgen. Das wird eine spannende Zeit. Also das Buch ist da. Fußball, Tricks und Tipps für coole Mädchen. Das kann man ab sofort überall kaufen, wo es Bücher gibt. Ich mache auch Werbung, ist da gar keine Frage. So bin ich nun mal. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen, weil hier dein Steckbrief ja auch drin steht. Bei mir muss es immer was Privates geben. Inka, Frage Nummer eins. Wie verliebt bist du zurzeit in deinen Hund? Oh, unsterblich verliebt. Sonst aber nicht? Das ist eine unverschämte. Ich bin glücklich. Sie ist glücklich, das ist gut. Welches ist im Moment dein Lieblingslied? Hat man immer? Von Pink, Bad Influence. Pink, großartig, finde ich eine tolle Sängerin. Und die Texte vor allem. Schon mal live gesehen? Live noch nicht, aber ich habe eine Doppel-CD und eine DVD. Hast du Pink schon mal live gesehen? Natürlich in Köln. Und wie war's? Super, wirklich toll. Wäre das auch mal was für dich so, Musikgeschäft? Auf gar keinen Fall. Das ist eine ehrliche Antwort. So, und die dritte und letzte Frage ist, wo machst du am liebsten Urlaub? Irgendwo in der Sonne. Und wenn die WM vorbei ist, gibt es einen schönen Urlaub? Mit Sicherheit. Wohin, weiß ich noch nicht, aber definitiv weg. In die Sonne. Inka, danke fürs kurze und nette Gespräch. Und nicht vergessen, Fußball, Tricks und Tipps für coole Mädchen. Ich schaue noch mal ganz kurz auf Seite 71, um etwas vorzulesen. Es war ein magischer Moment in meinem Leben. Der Sportreporter näherte sich mit federnden Schritten. Er schaute mir tief in die Augen, um dann einen entscheidenden Satz zu sagen. Danke für dieses Gespräch.